Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU Software. Diesmal bei GNU Funst. Funktioniert Peer-to-Peer nur im Darknet oder können wir damit auch das Web durchsuchen? Schaltet ein und findet raus, wie viel man auf einer Desktop-Oberfläche weglassen kann. Plus, die Zeit ist reif für Linux for Workgroups. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU Funst. Ja, ihr habt es mit uns jetzt bis zur 9. Episode geschafft und wir haben diesmal keine Distribution des Monats, weil wir jetzt ja recherchieren müssten, welche wirklich frei sind und auf der Seite genau, stehen wir können die Empfehlung nicht mehr einfach an euch weiterreichen. Wir sind alle genug Distributionen durch und ehrlich gesagt, denen, die wir eigentlich vorstellen wollen noch, die nicht auf dieser Liste sind, denen schulden wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Also Debian könnte man sich vorstellen, Gentoo, da hatte ich zwar jetzt schon die GNUs, aber könnte man vielleicht nochmal... Und all diese Aufmerksamkeit geben wir stattdessen heute euch, denn wir wollen mal die Q&A-Sektion so ein bisschen ausweiten, nicht? Ihr habt uns viele, viele Mails geschrieben und wir wollen jetzt mal eure Fragen beantworten, eure Antworten hinterfragen und uns so ein bisschen damit beschäftigen. Genau, und dann im Test haben wir auch noch was für euch über Suchmaschinen und bevor wir dazu kommen... Die GNUs für euch. Eigentlich wollten wir nicht über unfreie Software sprechen, oder? Wir müssen aber mal. Es ist einfach so schön, die Story. Die Zeit hat am 20. August behauptet, die Bundesregierung warne vor Windows 8. Also das Bundeswirtschaftsministerium, nee, das Bundesministerium für Wirtschaft, so rum, hat in einem internen Papier geschrieben, dass das eigentlich, dass da viele Sachen gerade mit Trusted Computing in Windows 8 gar nicht so gut sind und dass das für Behörden eigentlich sehr in Frage zu stellen ist, ob man das nehmen kann. Das BSI hat auch einige Artikel zu TPM geschrieben und gemeint, dass das sehr, sehr ausgesprochen vorsichtig evaluiert werden muss. Sie haben das Wort Warnung nicht tatsächlich verwendet. Und da die Zeit das getan hat, hat Microsoft eine einstweilige Verfügung gegen die Zeit erwirkt. Mit Verweis auch auf eine Gegendarstellung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, was geschrieben hat, dass das BSI nicht vor dem Einsatz von Windows 8 warnt. Ob das Bundesministerium für Wirtschaft, auf das sich die Zeit bezieht, jetzt gewarnt hat oder nicht, wissen wir immer noch nicht. Das BSI selbst hat zwar eine Gegendarstellung veröffentlicht, allerdings sehr, sehr vorsichtig formuliert, dass Windows 8 vielleicht tatsächlich nicht so gut ist. Was auch immer, die Zeit hat sich natürlich sofort zurückgenommen, auf die einstweilige Verfügung hin den Artikel offline genommen und stattdessen einen anderen Artikel veröffentlicht, der aussagt, was war die Überschrift? Das Bundesamt hält Windows 8 nicht für gefährlich. Genau, am 22.08. Genau, zwei Tage später. Darin steht, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Windows 8 eigentlich für ziemlich bedenklich hält. Nicht für gefährlich. Am 29.08. hat die Zeit dann gesagt, wir schreiben den Artikel jetzt doch wieder so, wie er ursprünglich mal war. Ja. Und haben nur die Überschrift geändert. Mhm. Und alles, wahrscheinlich haben diese Stellungnahme vom 21. August vom BSI nochmal ein bisschen gründlicher gelesen und dachte, ach komm, wir machen das jetzt. Also im Prinzip Microsoft hält für Geschäftstrading, dass das in der Überschrift steht, es wäre davor gewarnt. Ich würde jetzt nicht bezweifeln, dass der Artikel nicht so günstig ist für die Firma. Aber wir verwenden natürlich seit längerem kein Windows 8 und brauchen wir auch gar nicht mehr. Genau, wir brauchen kein Windows for Workgroups. Wir haben ja Linux.
For Work Groups. Und das Spannende ist nicht nur das Logo da, das sich dann ändert, je nachdem, wie viele Kerne ihr dann habt beim Booten. Mhm. Nicht bei jeder Distribution könnt ihr das überhaupt sehen. Manche haben so ein fancy Boot-Animation am Anfang. Oder Systemd, wo der Framebuffer so schnell kommt, dass sie auch weg sind. Suspento Disk und Suspento RAM. Es gibt ja das Problem, wenn der Rechner gerade im normalen Standby ist, dass er dann auch gar keine Rechenzeit hat. Das heißt, es muss irgendeinen Mechanismus geben, der dem Betriebssystem sagt, jetzt schalte ich nochmal an und tue alles, damit ich mich danach richtig abschalten kann, damit ich gar keinen Strom mehr verbrauche. Ja, also zumindest gibt es einen solchen Mechanismus. Ja. Und der Kernel unterstützt den jetzt. Genau, mit 3.11, mit dem RC1, nee, mit 3.11, welches RC wird es jetzt sein wird oder gewesen sein muss, das steht da jetzt nicht so. Aber im Moment ist Release-Kandidat 7 drauf. Das heißt, mit Erscheinen unserer Sendung oder zwischen dieser und der nächsten wird wahrscheinlich 3.11. Dann kann euer Computer, wenn der Chipsatz das unterstützt, auch mal aus dem Suspento RAM aufwachen und in den Suspento Disk gehen, wenn die Batterie alle wird. Ja, verliert man seinen Session nicht, da bleiben die Browser-Tabs offen, die Eingabeformen bleiben erhalten. Ja. An welcher Stelle gerade gescrollt wurde, bleibt erhalten. Mhm. Wobei das manche Browser, habe ich gehört, sowas sowieso schon machen. Sehr interessant. Ja. Es gibt Länder, die sind weiter als die EU oder EU-Länder in Sachen Patenten. Also Neuseeland hat jetzt gesagt, sie werden keine Softwarepatente vergeben. Mit einer ziemlich überwältigenden Stimmenmehrheit im Parlament. 117 zu 4. Allerdings bleiben bestehende Patente bestehen. Also passt auf, wenn ihr irgendwie Statusbalken und Doppelklick oder sowas implementiert in euren Applikationen. Oder den Mittelklick. Mhm. Obwohl, ich glaube, der ist nicht patentiert. Ich glaube dir nicht. Es muss noch ein bisschen was durch, ne? Es ist noch nicht komplett durchs Parlament. Tatsächlich hat sich die Bundesregierung in Deutschland in eine ähnliche Richtung, also ein Statement in eine ähnliche Richtung abgegeben, aber das ist auf europäischer Ebene, glaube ich, so noch nicht durch. Mhm. Abgesehen davon, dass es in Europa ja auch keine Softwarepatente gibt, bis auf dass es welche gibt. Aber ich blicke ehrlich gesagt nicht so genau durch, ihr vielleicht besser. Ja, zum Mittelklick nochmal zurück. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr Text markiert, nichts dafür tun müsst und damit ihr den dann am Ende mit dem Klick der mittleren Maustaste wieder einfügen könnt. Nun sagt, das funktioniert ja seit längerem schon nicht mehr so richtig gut. Ja, weil manchmal macht das man Steuerung C, Steuerung V, dann kann man irgendetwas, was mit Steuerung C kopiert wurde, mit Mittelklick nicht wieder zurückholen. Also das fühlt sich an wie zwei unabhängige Zwischenablagen momentan. So habe ich den manchmal gegenseitig in die Quere kommen. Ja. Nun versucht GNOME dem Ganzen irgendwie ein Ende zu bereiten, und zwar mit einer Keule, keine Ahnung. Wir benutzen den ganz anders. Dieses Feature wird abgeschaltet. In Features entfernt sind die ja ziemlich gut. Dafür bauen sie was Neues, Komplettes ein, wo man dann mit dem mittleren Maustaste Sachen scheren kann. Okay. Eventuell. Also die Funktion wird sich ändern. Ich persönlich halte das eigentlich für eine Iteration dieser Funktion, also eine neuere. Was traurig daran ist. Nutzung. Ja, vielleicht. Also sie wollen nicht zur Eintastenmaus, sie wollen das anders bewegen, überlegen. Genau, sie wollen wirklich wahrscheinlich mehr Flexibilität, ein bisschen Abgrenzung, was man mit der rechten Maustaste normalerweise macht. Es ist auch kontextsensitiv, soll die Funktion sein. Ja, klar. Genau. Also, ich stelle mir allerdings vor, dass man diese Funktion mit dem Kopieren und Einfügen trotzdem noch irgendwie da wieder mit einbauen kann. Zum Beispiel, wenn man nur Text markiert hat, dann soll eben kein Kontextmenü kommen bei mittlerweile. Ach, das, na klar. Das könnte man alles machen. Ach, der kommt sofort nach Twitter, der Text, den man da markiert hat. Na klar. Das kommt, das ist Sharing, das kommt zum Microblogging, nach Facebook, nach... Und je nachdem, wo man es gerade einfügt. Und Bilder kommen stattdessen zu Flickr, und deswegen ist das kontextsensitiv. In 3.10 wird es das noch nicht geben. Da wird noch alles beim Alten bleiben, aber mit 3.12 kann man dann sicher sein. Ob die wohl auch Sharing mit RetroShare implementieren werden? Tja, dann wäre ich wieder dabei. Dann mache ich mir einen neuen genau, aber genau um 3.10 ist in vielen Dingen und Weglassen ziemlich gut. Fensterrahmen machen wir jetzt auch nicht mehr, kommt alles weg. Aber das hat einen Hintergrund, das hat was mit der Migration zu Wayland, Portierung zu Wayland zu tun.
Und da müssen dann halt die ganzen, das X zum Schließen eines Fensters minimieren, das muss dann alles kleinseitig implementiert werden, weil es bei Wayland auch so, glaube ich, vorgesehen ist. Da steckt das aber dann den Bibliotheken. Ja, okay, sie machen das Reparenting dann nicht, aber trotzdem gibt es einen Balken, an dem ich, also gibt es dann überhaupt noch ein einheitliches Design, wenn die Applikation das... Das ist schwierig, also man sieht es hier, das Ding ist nicht rund, das Ding ist rund. Das ist im Moment wahrscheinlich so ein Snapshot von dem, was die da gerade machen. Ehrlich gesagt, das, was ich da sehe, das würde mich schon so ein bisschen irritieren. Also ich habe gerade noch ein Kreuz oben rechts, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Naja, vorher hast du eh immer nur bei GNOME-Anwendung eh nur ein X umgehabt. Du konntest dir das per Deconf dann immer noch wieder einschalten, die ganzen Sachen. Aber wo kann ich das Fenster dann greifen, um es zu verschieben? Auf dem Balken oder mit der Alt-Taste. Also wenn, also hoffen, dass ein Balken da ist und den dafür benutzen, ja. Genau. So läuft es dann. Genau, weil wir später gleich noch über Suchmaschinen reden werden. Epiphany, also der Webbrowser von GNOME, der wendet sich jetzt auch von Google ab. Ist das schlimm? Du sagst das so gewichtig. Das ist wieder ein Browser mehr, der zu DuckDuckGo wechselt oder es einfach macht, DuckDuckGo einzusetzen. In dem Fall ist es dann der Standardbrowser, die Standardsuchmaschine für Epiphany. Genau, die Ente erhebt sich finster in der Browserlandschaft. Genau, und Motivation, die kann man in einem Blog-Eintrag dann lesen, ideologische... Wahrscheinlich wird angeführt, also... DuckDuckGo beteiligt tatsächlich die Browserentwickler auch an ihrem eigenen Gewinn dafür. Jetzt weiß ich halt nicht, ob zum Beispiel Google im Vorfeld schon an die Epiphany-Entwickler Geld bezahlt hat oder falls sie Geld bezahlt haben, ob das mehr oder weniger war als das, was von DuckDuckGo jetzt fließt. Genau, angeführt werden auf jeden Fall die ideologischen Gründe. Dass sie halt Google für eine Datenkrake halten und DuckDuckGo weniger. Genau, man ist über die Privatsphäre der GNOME-User mehr oder weniger besorgt und möchte da eher eine etwas moderate Suchmaschine haben. In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass man sich auch selbst eine Suchmaschine seines eigenen Vertrauens setzen kann, also auch nicht an DuckDuckGo gebunden ist, je nachdem. Ja, und wenn ihr noch eine weitere Suchmaschine kennenlernen wollt, dann bleibt einfach noch im Channel und wartet auf unseren Test. Jemand hat uns eine Mail geschrieben und gefragt, ob wir nicht auch mal was zu JC machen wollen. Oder ob das eine Ankündigung war, so unterschwellig. Dass wir es erwähnt haben, genau. Ja. Das war ganz lustig, weil ich hatte irgendwie 2 Tage vor dieser Mail tatsächlich selber einen JC aufgesetzt bei mir. Und dazu können wir ja mal so ein bisschen was sagen, nicht? Genau, ist eine Peer-to-Peer-Suchmaschine und hat natürlich verschiedene Modi. Genau, Peer-to-Peer heißt, ihr installiert euch das Ding wirklich selbst. Ihr benutzt auch irgendwie keine fremde zentrale Instanz oder so, sondern jede Instanz, die sich Leute einfach so installieren, tauscht mit anderen Installationen Suchindexe aus. Also das ist so ein Distributed Hash Table, ähnlich wie das, was man bei... zum Beispiel bei RetroShare hat nicht. Ja, genau. Schwer. RetroShare müssen wir irgendwann wieder mal in Gang bringen. Genau. Wollen wir mal diese DHD-Liste mal angucken? Genau, die DHT-Liste. Du siehst das. Ich glaube, dein Peer ist gar nicht online, oder? Der ist nicht richtig online, genau. Aber ich glaube, du würdest das in der Crawler-Überwachung sehen, richtig? Mhm. Und DHT-Transfer ist die unterste Zeile. Genau, und die Liste ist bei mir leer, weil ich den Port halt auch nicht nach außen offen habe. Wenn ich auf meinen Home-Server gucke, was da drin ist, dann sehen wir wesentlich mehr. DHT-Transfer. Also genau, mein Rechner ist halt gerade irgendwie, hält halt gerade Suchindizes für php.de, Lemonade.fr, also eine ganze Menge Seiten. Hier ist irgendwie noch torrentfreak.com, okay. Chefkoch.de, auch interessant. Hübsche Sache. Also das Netzwerk entscheidet halt,
welche Peers welche Suchindexe halten und die verteilen sich über das ganze Netzwerk. Also es gibt keinen zentralen Server. Und wenn man eine Suchanfrage startet, dann wird die gegen mehrere Peers im Netzwerk gerichtet und bedient sich aus diesem verteilten Suchindex. Man kann dazu selber festlegen, was gecrawlt werden soll. Das heißt, man kann zum Beispiel einen manuellen Crawler einrichten, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt nach bestimmten Seiten suchen. Kannst du mal angucken. Hier ist das, ne, bei dem Harvester. Genau. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte jetzt die ganze irgendwie heise.de oder sowas indizieren. Und es gibt die Möglichkeit, einen Proxy festzulegen. Ich glaube, das hast du gemacht. Genau, der Proxy ist eigentlich mehr oder weniger implizit. Das heißt, da gibt man einfach in den Browser seiner Wahl hinein und setzt den Proxy, legt den fest. Ne? Wenn man jetzt auch SSL eingeschaltet hat für JC, dann kann man auch das hier einstellen. Das lasse ich jetzt mal aus. So, der ist jetzt konfiguriert. Was aber wichtig ist, weil er fragt nach einem Passwort für den Proxy, da muss man vorher unter der Administration, vorher auch unter Konten, einen Benutzer anlegen. Das haben wir hier schon mal gemacht. Der heißt Gnufunst. Ja, das ist auch keine Gängelung. Das ist ganz gut so, weil sonst betreibt ihr effektiv einen offenen Webproxy und das macht ihr aus ganz verschiedenen Gründen furchtbar schlecht. Genau, und wenn ich jetzt hier auf Gnufunst zum Beispiel was mache, benutzt der jetzt den Proxy von... Genau, dein Firefox fragt JC nach der Gnufunst-Seite. Genau. Und JC kommt gleich drauf, dass die Seite ja mal indizieren könnte. Genau, das ging jetzt deswegen auch so schnell, weil er jetzt schon hat. Mhm. Wenn der Proxy-Modus an ist beim ersten Mal, hatten wir jetzt schon beim Probieren festgestellt, war es schon ein bisschen langsamer, wenn der Proxy noch dazwischen ist und er parallel alles mit indiziert. Ist aber ganz praktisch, weil gerade wenn man irgendwie Blogs liest oder sowas oder Newsartikel, dann merkt sich JC immer gleich, was man so gelesen hat und man kann irgendwie Sachen schnell wiederfinden. Und was man so gelesen hat, das wird ja lokal gespeichert. Also das ist ja auch das Schöne, dass das eben nicht kein externer Anbieter ist. Wir haben einen, wir können, wenn wir Sachen suchen, können wir diese Suche gegen das eine ganze Netzwerk richten, also im Peer-to-Peer-Modus. Genau, das, wir können jetzt mal nach etwas suchen hier, Test, machen wir das einfach mal so. Und du bist gerade im Peer-to-Peer-Modus, deine Suchanfragen, das sieht man rechts oben im Bild. Mhm. Man könnte auch sagen, dass Suchanfragen nur gegen den eigenen Index auf dem eigenen Rechner gerichtet werden, sodass die sozusagen nicht nach außen übers Netzwerk publiziert werden. Hat den wundervollen Namen Stealth Mode. Und wenn ich jetzt hier nach S suche, dann findest du wahrscheinlich... Findet er alles das, was indiziert. Alles, was du schon indiziert hast. Ja. Mhm. Genau, nichts anderes mehr. Ja, gucken wir uns mal an, was man so einstellen kann. Gehen wir nochmal zurück in die Administration. Mhm. Genau, guck mal gleich auf die erste, auf die Basiskonfiguration, Eingangskonfiguration. Ja, die Übersetzungen sind wieder mal lustig, aber das schön. Ist ja schon. Man kann damit irgendwie seinen eigenen Webseitenpark indizieren, um so eine Custom Search anzubieten. Das zum Beispiel das eigene Intranet kann man hier in dem Fall das eigene Intranet indizieren. Das heißt, man hätte überhaupt keinen Kontakt nach außen. Er gängelt einen so ein bisschen, er sagt einem, man soll doch bitte unbedingt den Namen seines Peers im Netzwerk ändern. Ehrlich gesagt, ich halte das für so ein bisschen schlechten Rat. Vielleicht ist er ja auch nicht so gut generiert und deswegen wird es empfohlen, man soll vielleicht was anderes zufällig. Keine Ahnung, also eigentlich ist es ja schick, einen zufälligen Peer-Namen zu haben. Eigentlich will man ja eben anonym sein und nicht so schnell zugeordnet werden können von anderen Peers im Netzwerk. Genau, hier unten ist auch die Sache mit dem SSL. Haben wir jetzt nicht getestet. Wahrscheinlich sind Zertifikate noch nötig. Na gut, das sowieso, ja. Und das funktioniert bei mir nicht, deswegen ist hier ein Ausrufezeichen dran, weil ich an meinem Router UPnP abgeschaltet habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt machen muss, ob das so kritisch ist. Ja, ihr könnt Port 8090 manuell forwarden. Das ist schon ganz praktisch, diesen JC-Peer wirklich im Netzwerk zu haben. Auf die Weise stellt ihr auch anderen Peers einfach Suchergebnisse zur Verfügung und erlaubt das. Oder ihr könnt dann später in anderen Konfigurationseinstellungen auch erlauben,
dass euer Peer das Netzwerk im Auftrag von anderen Peers crawlen kann und so Sachen. Ist vielleicht gerade, wenn ihr mehr Bandbreite habt, kann man darüber mal nachdenken. Ja, und wenn man die nicht hat, dann sollte man vielleicht aufpassen, wenn er dann anfängt, Mediendateien zu indizieren. Da war auch eine Einstellung. Mhm. Ich glaube, das war das unter Indexverwaltung oder war das beim Crawler? Ja, genau, das die Parser-Konfiguration, denke ich. Ich glaube, das war beim Crawler. Nee, das war die Indexverwaltung, wie du gerade hattest. Mhm. Und oben in der Zeile hast du die Parser-Konfiguration. Ganz hinten. Und da steht drin, welche Medientypen zum Beispiel indiziert werden sollen. So PowerPoint-Präsentation, total wichtig. Ich weiß gar nicht, wie der MP3-Dateien indiziert. Vielleicht irgendwie die ID3-Tags? Ja. Das ist spekulativ gerade. Ja, glaube ich auch. Ich hatte noch was anderes gesehen. Da konnte man direkt Mediendateien lokal parsen, ausschließen. Aber die Stelle finden wir jetzt wahrscheinlich nicht so schnell. Ja. Ich glaube, das Interface ist leider nur mäßig übersichtlich. Mhm. Ah, ich habe es gefunden. Genau. Lokales Medienindexieren. Und das hängt mit den Proxy-Einstellungen zusammen auch. Genau, ob die Medien, die man zum Beispiel runterlädt, gleich mit indiziert werden sollen. Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel GnuFunst besucht und dann... Und sich das Video anguckt. Proxy, dann würde er versuchen, das Video zu indizieren. Dafür muss er es noch komplett runterladen. Ja, es läuft ja sowieso über den Proxy an der Stelle. Ja. Aber es macht halt nicht so viel Sinn eigentlich. Es sei denn, ihr wollt GnuFunst spiegeln. Ja. Was gucken wir uns noch an? Die Suchseite kann man sich selbst konfigurieren. Das ist Konfiguration der internen Suchseite. Das ist die integrierte Suche ins Tiefer. Ja. Genau. Mich hat dieser Web-Search by the people, for the people, ich fand den Satz irgendwie umständlich da vorne auf der Seite. Ich wollte die ganz einfach halten, habe den weggenommen zum Beispiel. Ihr könnt auch was Eigenes eintragen. Wenn andere Leute zum Beispiel eure Suchseite benutzen, dann sehen die diesen Satz auch. Hm. Man kann seine eigene Homepage eintragen, das macht Sinn. Ich fand die große Version von dem Logo, was angezeigt wird, war mir zu groß. Ich habe die URL zu dem kleinen Logo geändert. Das ist alles Geschmackssache. Was wirklich wichtig ist, würde ich sagen, hast du nochmal die Seite mit Suchergebnissen? Dann sieht man, was wir gerade verändern. Genau, wenn du einen Test suchst und runterscrollst, please support JC, Flatterit. Das ist alles okay. Was nicht so schön ist, ist, an der Stelle wird ein iframe von JC.NET eingebunden. Also immer, wenn ich selber was suche, dann kriegt JC.NET das mit und eigentlich ist das auch so ein bisschen gegen das Prinzip, nicht? Deswegen kann ich das einstellen. Da könnte man dann seinen eigenen Spenden-Button um... Oder man kann den ganz rausnehmen, weil es sitzt sowieso nur im Bild. Ja, was auch ganz nett ist, er macht so ein bisschen Cluster-Suche, also ich kann die Suche jetzt einschränken weiter nach Dateitypen oder nach der Seite, auf der es Treffer gab. Das ist ganz nett. Ich kann mir nicht entsinnen, dass es auf anderen Suchmaschinen so, zumindest so viele Angebote gleich am Anfang sind. Es gab irgendwie so Cluster-Clusty oder sowas, was in die Richtung geht. Mhm. Aber das ist ganz nett, das hier zu haben. Also politisch total korrekt. Der Client muss man sich überlegen, ob der hübsch aussieht. Es gibt Themes, aber letztendlich ändern die auch ein bisschen mehr nur die Farben oder die Rundungen der Rahmen. Es wird nicht besser. Ja. Die Menüführung ist ein bisschen unübersichtlich. Ich hatte teilweise Probleme mit Abstürzen, wenn der Crawler eine ganze Weile lang läuft. Ich habe sogar irgendwie eine JC-Instanz einmal versenkt, die kam dann nicht wieder hoch. Hatte ich neu installiert im Prinzip, nicht so schön. Aber wollen wir uns mal angucken, was das Ding macht, wie gut die Suchergebnisse sind, nicht? Genau, wir fangen mal an mit... Ihr habt es gesehen, wir haben schon... Alles ja. Kennt und wir suchen uns mal selbst. Genau, lass uns googeln. Also, Google kennt uns nicht so ganz, scheinbar. Mhm. Wir haben auch Cookies deaktiviert. Ja. Das heißt, die wissen gar nicht, wer da sucht. GnuFunds, GnuPG, GNU... Vielleicht steht da oben irgendwie, meinten sie dieses, meinten sie jenes? Nee. Nur okay. Die Empfehlung, Cookies zu aktivieren. Ach, sind wir jetzt... Ist es verletzend, oder? Ja.
Gucken wir, ob DuckDuckGo also das besser macht. Findet uns das nicht. Wie sieht's mit DuckDuckGo aus? Nicht, dass es an dem Ausrufezeichen liegt. Genug. Erster Treffer. Nicht schlecht. Und gleich die Videos nicht oben. Nicht schlecht. Yes. Also wir sind gar nicht mal so schlecht. Mhm. Also man kann uns besser ducken, als man uns googeln kann. Ja, das ist richtig, das ist cool. Komm, lass mal gucken. So, was sagt denn? Weil die haben wir ja, habt ihr ja vorhin vielleicht ein bisschen gesehen an der einen Stelle, dass wir das schon indiziert haben. Ja. Das Wort Funst taucht öfter mal auf. Das ist interessant. System hat Funst, ja, wenn du es zusammenschreibst. Ja, ist ja unfair, dann gibt es auch bei Google garantiert mehr Treffer. Ja, dann würde es wahrscheinlich interessant, aber wahrscheinlich. Na, was kommt jetzt? Interessant, okay. Oh, doch, immerhin. Scheinbar, wenn es mehr der URL ausgerechnet entspricht. Von YouTube auch noch. Okay, das ist schön. Ja, also das war zum Beispiel eine Seite, in der du hast ja deine JC-Instanz von einer halben Stunde erst installiert. Mhm. Eigentlich wird das wahrscheinlich aus dem globalen Suchindex kommen. Also die YouTube-Treffer, denke ich schon, dass du die jetzt nicht initiiert hast hier. Da fällt mir auf, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir das Wort Gnufunsten so gar nicht auf der Webseite in diesen Schriftzug gar nicht haben. Vielleicht liegt es daran. Das weiß ich nicht, könnte sein. Ja. Ja, also wichtig ist zu sagen, JC installiert man sich in der Regel wirklich selbst, für sich selbst, auf einem eigenen Home-Server. Und der Witz daran ist schon, dass die suchen so ein bisschen, gerade wenn man den Proxy-Modus verwendet, dass man die Suche so ein bisschen auf sich selbst einschießt. Das heißt, das macht gar nicht so viel Sinn, eine JC-Instanz zu verwenden, die von jemand anderem betrieben wird oder die zentral betrieben wird. Es ist schon cool, das irgendwie selber zu verwenden, dass die eigene Suche. Google lebt ja im Prinzip auch davon, dass die Suche immer mehr auf einen selbst zugeschnitten wird. Genau, deswegen loggt man sich da normalerweise ein. Oder man hat keinen Google-Account, und wie auch immer. Mit den Monaten wird es halt euer JC. Auch interessant ist, man kann die Relevanz der Suchergebnisse selbst festlegen. Man hat hier vorne so ein kleines Plus- und Minuszeichen. Ah, also eine Ampel, ne? Ah, das ist nett. Und ein B für... das ist kein Bookmarking. Bookmarking. Achso, das hätte ja auch Blog sein können. Ne? Ja. Das ist interessant. Ja, und schon ändert sich die Suche sofort. Genau. Ja, hübsch. Das ist nett. Also, ich habe auch darüber nachgedacht, wo es vielleicht am meisten Sinn hätte, so eine JC-Instanz. Ich glaube, in kleinen Unternehmen, die vielleicht nicht wollen, dass die Mitarbeiter Google benutzen zum Suchen, dann könnte man dann auch vielleicht bestimmte Inhalte, wenn man denn so ist, als Arbeitgeber auch blocken, die nur von der Arbeit ablenken. Man könnte quasi andere Suchmaschinen blocken, sodass sichergestellt ist, dass alle Suchanfragen über JC gehen, über die eigene. Ja, das ein bisschen selbst in der Hand halten. Okay, genau, dafür ist auch noch interessant, es gibt so ein paar, also außer für einen privat, es gibt zum Beispiel so ein paar Vereine, die dann irgendwie thematische Suchen mit JC implementieren, genau sowas. Ansonsten, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin von der Implementierung selbst von der Software nicht so begeistert, aber das Netzwerk selbst ist cool und das wäre schön, wenn es noch ein bisschen besser dokumentiert wäre. Gerade die Interfaces, wie zum Beispiel der ganze Verteilungsalgorithmus funktioniert, das ist so richtig nicht erklärt. Da gibt es nur so ein paar Videos auf der Webseite, die einem sagen, dass das alles verteilt ist. Es gibt dann ein paar schöne Grafiken dazu, wie das Internet hier mehr oder weniger visualisiert ist aus Sicht des eigenen JCs. Ich nehme an, der farbige Knubbel da oben bin ich. Könnte sein. Das sind Seiten, oder? Das ist, glaube ich, eine Seite, von der du selbst einen Crawl gestartet hast. Das kann sein, ja. Dann gibt es hier noch eine, wo gerade der Crawler dran ist. Wahrscheinlich gerade fertig, nichts zu tun. Achso, das war gerade das JC-Netzwerk. Das ist die Grafik, die man auch sieht auf der Hauptseite von denen. Genau, das ist die Peer-Übersicht sozusagen an dem Netzwerk. Ja. Ich glaube, damit können wir abschließen. Ja. Und vielleicht gibt es in einem Jahr wieder was Neues über JC, wenn es ein bisschen hübscher ist. Ja, wie anfangs versprochen, nun ein paar Fragen und Antworten von euch, die wir beantworten.
Eine neue Frage haben wir diesmal nicht, aber ist ja auch genug von euch zusammengekommen. Auf jeden Fall. Ich glaube, alle Fragen der letzten Monate wurden jetzt von unseren treuen Zuschauern abgearbeitet. Ja, mussten wir die nicht selbst beantworten. Von Robert kommt die erste Nachricht. Er schreibt erstmal, dass er schon seit der zweiten Folge dabei ist und er sich freut mal wieder aufs Neue. Hey. Und ich hoffe, dass du auch mit der 9. Episode dich wieder... Das war die gefährliche, oder? Die zweite war die gefährliche, deswegen... Gut, dass du bis zur 9. durchhältst. Auch Dank zurück. Genau, Retro-Share. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe so selten benutzt. Passwort vergessen. Und die Gründe, die kann Paul euch liefern. Und ich finde meine Buddies. ich habe ein paar Mal nach dem Reboot vergessen, den Client zu starten. Und dann habe ich ihn mal doch wieder gestartet. Und dann hatten irgendwie die Leute, mit denen ich connected war, ihren Client gerade nicht gestartet. Und es ist schon schwierig, irgendwie das Netzwerk mal so richtig stabil in Gang zu bringen. Und ein ganz, ganz großes Problem, was mir aufgefallen ist bei einem Bekannten zum Beispiel, ist, dass will man jetzt RetroShare auf einem... jemand wollte RetroShare auf einem OpenBSD-V-Server zum Laufen bringen. Und das nervt dann schon, darauf eine Qt-Applikation kompilieren zu müssen. Und selbst die Headless-Variante von RetroShare braucht nun mal Qt-Bibliotheken. Das war zum Beispiel bei Bitcoin viel, viel schöner. Also dieser Bitcoin-Client ist zwar auch eine Qt-Applikation, aber es gibt die Headless-Variante davon, die man irgendwie mit ziemlich minimalen Abhängigkeiten durchkompilieren kann. Und RetroShare auf einem Headless-Server macht halt irgendwie überhaupt keinen Spaß. Ansonsten bin ich selber zeitlich noch nicht wirklich dazu gekommen, mich selber mehr mit der Headless-Variante auseinanderzusetzen. Dass was RetroShare angeblich so einfach macht, diese grafische Benutzeroberfläche, verhindert auch so ein bisschen die Verbreitung leider. Es ist eigentlich ganz interessant zu beobachten. Ja, es müsste halt mehr Client-Alternativen geben, wie wir auch schon gesagt haben. Vielleicht die sich auch dann per Browser von woanders her bedienen lassen. Die man dann auf dem Raspberry Pi dann den Server hostet. Ich werde weiter versuchen, dran zu denken, meinen Client laufen zu lassen. Und wenn wir uns mal im Real Life treffen, dann können wir vielleicht auch Keys tauschen. Ja, dann fragst du noch nach einem Bitcoin-Exchange-Dienst. Und ich habe noch gar keine Erfahrung mit denen, die du nennst. Aber Paul hat schon mal zumindest Bitcoin in so einen Dienst. Ja, genau. Also ich handle halt so ein bisschen auf MTGOX. Und das ist halt so der größte internationale Bitcoin-Handel. Ich hatte irgendwie mal von der einen oder anderen Bitcoin-Party dann so ein paar Bitcent übrig und habe das mal dahin geschoben und so. Das ist natürlich kein Problem, Bitcoin einzuzahlen in den Online-Wallet. Euro nimmt MTGOX auch an. Da ist der... Die übliche Variante, das ist eine japanische Firma und die haben ein europäisches Konto in Polen. Das heißt, man muss eine SEPA-Überweisung machen nach Polen, um Euro einzuzahlen dahin. Kann sich aber auch relativ einfach zum Beispiel Bitcoin in Euro auszahlen lassen, auf ein deutsches Konto auch. Ist also nicht so problematisch. Und in Deutschland gibt es eigentlich als größten Händler bitcoin.de, also bitcoin.de, die auch ziemlich... seriös rüberkommen eigentlich. Ansonsten gibt es immer mal wieder kleinere Händler. Also ich habe auch schon Bitcoin gegen PayPal gekauft. Das ist allerdings relativ risikoreich. Also da sollte man nur für kleine Beträge machen. Und ansonsten gibt es immer noch einen Händler irgendwo bei dir um die Ecke. Also wenn du mal im Bitcoin-Wiki guckst, da gibt es tatsächlich eine Karte, wo sich Real-Life-Bitcoin-Wechselstuben eingetragen haben. Und hier in Berlin gibt es so ein paar Personen, wo man halt wirklich klingeln kann und die einen Bitcoin gegen Bargeld eintauschen. Das ist ja interessant. Das würde ich ja auch mal gerne, weil mein Kontostand in Bitcoin ist noch 0. Mhm. Und in den meisten Fällen sogar zum MTGOX-Stundenkurs ohne Aufschlag. Nett. Du hast auch noch eine andere Frage von uns beantwortet, und zwar, was tust du, um dich im Internet ein bisschen sicher zu fühlen, oder was hast du getan, damit wir uns nicht so schlecht fühlen? Oh ja. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Du hast im Wesentlichen viel von dem, was eigentlich der gesunde Menschenverstand so macht. Passwörter nicht nochmal verwenden, nicht in der Cloud speichern,
verschiedene Browser benutzen für bestimmte Dienste. Alles so eine schöne Sachen. Ja, Mails verschlüsselt kann man natürlich nur mit Leuten verschicken, die auch verschlüsselte Mails schreiben. Ja. Und ja, in Bezug auf Prism hältst du deine Ohren und Augen offen, finde ich auch gut. Genau. Ich habe seit der letzten Sendung auch so ein bisschen mehr über das Thema nachgedacht. Und ja, wie vorhin erwähnt, versuche ich heute zum zweiten Mal auf JC umzusteigen. Seit mir letzten Monat meine erste JC-Instanz schon mal irgendwie versackt ist und nicht mehr hochkam. Nicht so schön. Und ansonsten habe ich so ein bisschen über Cookies nachgedacht gerade. Also Cookies, gut, man hat früher schon immer gesagt, Cookies bloß deaktivieren und so. Eigentlich sind Cookies unheimlich praktisch. Okay, Session-Cookies vorweggenommen, die braucht man, sonst kannst du dich nirgendwo einloggen. Das ist wichtig. Aber ja, dann gibt es so Funktionen wie irgendwelche Einstellungen auf Webseiten setzen. Zum Beispiel zu sagen, dass bei der Suchmaschine deiner Wahl die ersten 100 Treffer angezeigt werden sollen und nicht nur die ersten 10. Das HTML5-Cookie bei YouTube funktioniert auf die Weise oder sollte. Es ist halt schade, dass diese Cookies mittlerweile so ein bisschen missbraucht werden und man nur so ein kryptisches Ding bekommt, was da steht. Du kannst gar nicht mehr nachgucken, welcher. Genau. Woher kommt der Cookie? Was macht der Cookie? Was speichert der über dich? Schaut mal in den Cookie Storage von eurem Browser, was da tatsächlich drin steht. Da sind keine Einstellungen in diesen Cookies gespeichert. In absolut jedem verdammten Service, den ich gefunden habe, wird nur eine ID in dem Cookie gespeichert. Und alle Einstellungen, die dahinter stehen, die stehen in der Datenbank von Service-Provider. Und wer weiß, was da noch alles steht. Und okay, damit ich beim Service-Login das nächste Mal mein Passwort nicht mehr eingeben brauche, oder lasse ich sozusagen zu, dass dieser Service-Provider mich selbst dann tracken kann, wenn ich nicht eingeloggt bin, dank des Cookies. Was gibt's noch, damit YouTube mir irgendwie schöne Videos empfehlen kann? Aber in Cookies ist halt nicht meine Video-History gespeichert. Die wird dort in der Datenbank gespeichert. Das Cookie speichert nur meine ID. Und das ist eigentlich so angewendet, wie Cookies nicht angewendet werden sollten, bei ausnahmslos jedem Service, den ich gefunden habe. Ich habe Cookies abgeschaltet. Ich habe es nicht abgeschaltet, dann würde vieles nicht mehr, überhaupt nicht mehr gehen. Ich habe gesagt, ich möchte alle Cookies als Session-Cookies behandeln. Das heißt, die leben nur so lange, wie mein Browser läuft. Heißt auf der anderen Seite auch, dass man ab und zu mal den Browser zumachen sollte. Genau, wenn man den so wie ich tagelang, wochenlang offen hat, weil es so praktisch ist, weil man seine Lesezeichen sowieso nicht mehr nachguckt, also und sich nur Browser-Tabs merken will. Und das ja, auf Verhalten das leider auch etwas nicht ändern müssen. Ja. Dann muss man dieses Anpinnen von Browser-Tabs wieder abschaffen. Such mal einen Browser, bei dem das nicht geht mittlerweile. Ja, ich bin schon länger auf Bookmarks umgestiegen, mache tatsächlich Browserfenster. So was Altes, das hätte man eigentlich nur bleiben müssen. Was noch? Ist Julian der? Fragt was. Der kennt unseren Namen nicht. Julian, wir blenden ab und zu mal unseren Namen hier ein. Ja, und ja, du findest unseren Podcast auch toll. Wir bedanken uns. Und ja, auch du fragst wieder nach RetroShare. Das haben wir schon beantwortet. Ja, haben wir schon beantwortet. Klasse, dass du mal Wayland und Gentoo ausprobieren möchtest. Respekt. Ich bin immer noch beim X-Server unter Gentoo. Ich habe da noch nichts weiter in der Richtung geforscht. Ich will da erstmal GNOME 3 versuchen freizuschalten, weil da ist noch kein GNOME 3. Das ist für Gentoo-Leute noch nicht stabil genug. Über ein Overlay geht vielleicht auch was. Mal schauen. Ja, Markus bedankt sich auch für den tollen Podcast. Wir machen auch immer weiter so. Und er hat ein sehr spannendes Problem von Paul gelöst mit dem STRG-D. Oder genau, eine gute Lösung zumindest hier beschrieben. Schöne Sache, ja genau. Ich hatte in einem Programm, in einem Shell-Skript, also in einem Bash-Skript, in dem Fall tatsächlich Bash, in der Standardeingabe in der Schleife gelesen, mit dem Programm Line. Und irgendwann wurden Line nicht mehr so richtig unterstützt und dann bin ich auf Read umgestiegen und damit hörte mein Problem dann auch so ein bisschen auf. Also das Problem, was ich hatte, war, dass
dass Teile des Programms nicht mehr ausgeführt werden, wenn ich Steuerung D drücke, wenn ich sozusagen die Standardeingabe schließe. In jedem Fall Steuerung C erzeugt ein Event, Steuerung D nicht. Und Markus hat eigentlich eine wunderschöne Lösung dafür geschrieben. Die haben wir hier auf dem Bildschirm. Er sagt, wenn das Shell-Kommando read fehlerhaft beendet, dann wird ein Signal an den eigenen Prozess gesendet. Also kill in dem Fall, killt das Programm nicht, sondern sendet ein Signal. Und zwar das Signal, hup, da kann man sich auch eins aussuchen. Man kann auch irgendwie Signal User 1 benutzen, was nicht anderweitig belegt ist. Und das kann man trappen und dann kann man Code ausführen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, elegante Lösung. Finde ich hübsch, wollte ich trotzdem vorstellen, auch wenn sich das Problem so ein bisschen erübrigt hat mittlerweile. Ja, ich habe es mir vorhin noch so ein bisschen angeguckt. Wir haben das jetzt mal nicht gezeigt. So, das Programm, was er da baut, ist eh noch ein bisschen so geheim. Wir können es noch verlinken. Wir können es verlinken. Okay, super. Also nicht mehr geheim, ja? Naja, geheim sowieso nicht, aber ja. Ich kann es auch nicht so bewerben gerade. Ah, so, okay. Aber irgendwann ist es in einem guten Zustand. Dann hast du noch gefragt, wie das eigentlich mit XPDF... Ich verpflichte mich nicht. habe ich ja mit Gentoo auch gemacht, nicht so bin durchgekommen. Mhm. So, XPDF war auch mal so ein Problem von Paul und die Lösung ist ja eigentlich schon da, wir wissen aber nicht, ob wir sie ordentlich kommuniziert haben. Ich glaube, das war sogar in der ersten Sendung, oder? Mhm. Ja, ich weiß letzten Endes nicht so genau, was schiefgelaufen ist, also ich kann es nur schlecht nachvollziehen. Aber womit hat das Problem zu tun gehabt und wie habe ich es behoben? Der X11-Server oder das X11-Display kann selbst Ressourcen enthalten, die das Verhalten von Programmen beeinflussen, die darauf dargestellt werden. Ein schönes Beispiel, also man manipuliert diese X-Ressourcen mit dem Programm XRDB. Lest euch dazu mal die Manpage durch, das ist echt spannend, das sind schöne Features, von denen man sonst nichts weiß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Programm habe wie den Taschenrechner X-Calc, dann kann ich sagen, dann kann ich für ein Display, für einen X-Server festlegen, okay, im X-Calc sollen jetzt alle meine Buttons grün sein und der Hintergrund blau und die Zahlen, die oben drin stehen, sollen rot sein. Und wenn ich mich dann per SSH auf irgendeinem Rechner einlogge und einen X-Calc starte, der auf meinem Display dargestellt wird, dann ist der bei mir grün auf blau mit roten Zahlen. Wenn ich den X-Calc vom selben Rechner auf einem anderen Display starte, dann ist er vielleicht grau auf grau oder so, weil das X-Display Styles für diese Applikation festlegen kann. Und damit hatte ich eine Weile mal rumexperimentiert und zum Beispiel Schriftarten gesetzt für XPDF. Und irgendwas an der Stelle ist schief gegangen und ich habe es nicht mehr nachvollziehen können. Und über SSH war noch eine andere Konfiguration und deswegen konntest du es da noch nicht sehen. Genau, deswegen konnte ich XPDF via SSH auf das Display von meinem Notebook holen und alle Texte noch lesen. Und wenn ich es bei mir zu Hause gestartet habe, dann waren die Schriftarten komisch, weil da irgendwas Komisches in der X-Resource Database stand. Das habe ich bereinigt, aber warum genau die Texte jetzt chinesische Zeichen angezeigt haben und nicht was anderes, kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen. Ja, danke, dass du nochmal nachgefragt hast, weil ich habe jetzt zumindest das Problem auch besser verstanden. Mhm. Ja, ich hoffe, ihr habt auch weiterhin solche tollen E-Mails mit Fragen und Antworten. Schade, dass wir diesmal jetzt erstmal keine neue Frage haben. Aber in der 10. Episode fällt uns vielleicht dann wieder eine Frage ein für euch und hoffen euch... Ihr beantwortet ja immer noch unsere alten Fragen. Also ja, genau. Vielleicht ist noch irgendeine offen, die wir übersehen haben. Alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Moment. So, also. Sag mal Take an. Okay, das ist das Take. Das Take 3 ist es, ja, genau. Und ab.
Diesmal bei GNU Funst. Funktioniert Peer-to-Peer nur im Darknet oder können wir damit auch das Web durchsuchen? Schaltet ein und findet raus, wie verm... Wie vermurkst André seine Rede hält. So, Take 3, die zweite. Diesmal bei GNU Funst. Funktioniert Peer-to-Peer nur im Darknet oder können wir damit auch das Web durchsuchen? Schaltet ein und findet raus, wie viel man auf einer Web... Oberfläche? Die dritte. Das war schwach, oder? Komm. Diesmal bei GNU Funst. Also ich fand den zweiten Take gar nicht so schlecht eigentlich. Komm, den kriegen wir noch hin. Einen. Was?